gucken. Hallo und willkommen im Paradies. Kommen gerne rein. Bitte nicht stören, Schild der Erde. Da haben wir hier einmal so einen kleinen Besen drauf und das Ruhezeichen. Also dann möchte man seine Ruhe haben. Das hier ist eine private Villa, kann man sagen. Zumindest wird es als Poolvilla im Internet ausgeschrieben. Poolvilla, warum? Natürlich wegen dem Pool. Olla und ich, also meine gute Freundin, wir sind hier und können hier halt auch mal nackt baden. Denn hier kann keiner reinkommen, hier ist irgendwie ganz entspannt und man hat hier durch den Baum auch immer ein bisschen Schatten, also man verbrennt sich nicht so schnell. So, weiter geht's in das Herzstück. In mein Schlafzimmer. Ich schlafe übrigens auf dieser Seite hier des Bettes, deshalb hier auch ein bisschen Unordnung, man kennt das Spiel. Hier kann man sich richtig gut gehen lassen. Und vor allem das Coole, hier sind ganz, ganz viele Moskitos, wobei ich finde, auf der ganzen Insel geht es eigentlich. Ich habe schon ein paar Stiche abbekommen, aber abends kommen die Jungs vom Housekeeping und machen das hier quasi zu so einem richtig riesigen Himmelbett und dann wird man abends eben nicht gestochen, was ich irgendwie ganz süß finde. Wir haben hier noch einen Schreibtisch, an dem ich mich meistens immer schminke, weil Frauen und Schminken, die kennen das ganze Spiel. Ja, da sind quasi meine ganzen Schminksachen drin. Ja, hier würde ich sagen, es erklärt sich eigentlich so ein bisschen von selbst, oder? Also das ist halt die Chill-Area, der Wohnraum. Hier saß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das Einzige, was ich gegessen hatte hier, waren komische Obstsorten, die ich noch nie vorher gesehen habe. Aber ich habe von euch rausgefunden auf Instagram, dass das wohl eine Drachenfrucht war, die ich euch gezeigt habe. Das war so eine komische, panzerartige Erdbeere. Sah ein bisschen merkwürdig aus, hat aber sehr gut geschmeckt. Hier haben wir einen kleinen Fernseher. Wir haben, wie eigentlich auch auf den Malediven, ein deutsches Programm. Das heißt Deutsche Welle. Das fängt man, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Aber ja, das ist ein englisches Programm mit vielen deutschen Sachen. Ich gucke aber eigentlich gar nicht so viel Fernsehen, weil ich eigentlich abends eher draußen sitze und lese. Ich finde das irgendwie ein bisschen entspannter. Ja. Weiter geht's. Jetzt kommen wir eigentlich in einen sehr, sehr schönen Teil. Denn da dürft ihr noch nicht gucken, da gehen wir gleich hin. Gucken wir erstmal in die Richtung. Wir haben einen begehbaren Kleiderschrank und ein bisschen Badezimmer. Hier sind so meine Krempelsachen. Ich höre eher zu den Frauen, die zu viel mitnehmen als zu wenig. Also ich habe immer alles in gefühlter achtfacher Ausführung mit. Ich glaube, ich habe auch 4 oder 5 verschiedene Sonnenschutzmittel mit. Egal, ich bin eine Frau, ich darf das. Hier so ein bisschen Kleiderschrank, hier alles Koffer habe ich zugemacht. Und hier meine Sachen, meine Klamotten. Ich finde es irgendwie ganz süß, man hat die aus dem Morgenmantel gekriegt. Hier hinten Toilette und eine Dusche. Reicht völlig aus. Hier habe ich noch nicht geduscht. Denn ich kann euch auch genau sagen, warum ich noch nicht hier geduscht habe. Es gibt nämlich noch was viel, viel Cooleres und das versteckt sich genau da hinten. So, hier hat man übrigens, bevor wir rausgehen, noch eine kleine Minibar. Man kann sich hier Kaffee selber machen. Lombokianischer Kaffee soll sehr, sehr gut sein. Ich bin keine Kaffeetrinkerin, aber ich trinke dann Tee und hat hier noch seine Wasserflaschen, einen Wasserkocher und sieht auch eigentlich ganz süß aus. Also mein persönliches Highlight, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Highlight ist definitiv das Außenbad im Grünen. Ich glaube, alle Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich ein totaler Badewannenfreak bin. Und das ist eine Steinbadewanne, die auch sehr, sehr groß ist, mit so einem richtig coolen Wasserfall-Einlauf. Ich kann mal ganz kurz anmachen, dass man das mal sieht. Hier läuft es dann so rein. Hier meine ganzen Sachen, die ich so zum Baden brauche. Hier vor allem noch eine richtig kleine Regenwasserdusche oder ein Duschkopf, der Frauen eine Freude bereitet. Das muss man ja mal sagen, die Frauen ist auf jeden Fall legendär. Ich habe ehrlich gesagt, doch einmal habe ich hier schon geduscht, aber sonst bade ich eigentlich wieder. Ich bin eher so eine kleine Bade-Elster. Ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem ganzen Zimmer. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu zeigen, aber ich glaube, es hat euch hoffentlich gefallen. Ja, dann machen wir einfach weiter mit dem Rest des Videos. In dem Sinne, bis dann. Wir stehen hier am Elefantenpark, der ist sehr, sehr berühmt. Hier sieht man auch schon am Eingang die dicken Elefanten. Es gibt nicht nur Elefanten, sondern es ist eine Art Zoo. Man kriegt am Eingang, kann man sich hier so
Fruchtkörbe kaufen, die wir natürlich hart verfüttern werden. Es gibt sogar ein Orang-Utan-Meet-and-Greet, von daher bin ich sehr gespannt, was das heute wird. Ich liebe Tiere, ihr wisst es ja. Und der Park ist übrigens sehr berühmt, weil die sehr, sehr tierlieb hier mit den Tieren umgehen. Und ich finde, man kann sowas auch unterstützen, weil nach dem Erdbeben sehr, sehr viele Sachen hier kaputt gegangen sind. Und damit sie das wieder aufbauen können, finde ich, ist es wichtig, sowas auch zu unterstützen bei den Tieren. Also, los geht's. Jetzt habe ich hier schon die ersten beiden Banausen hier. Wie schön sind die denn bitte? Sind die denn so schön sein und so lustig kreischen? Also das hier ist der einzige, der ein bisschen friedlicher ist und den man auch antworten kann. Und der liebt seine Bohnen. Wundervolle Tiere. Hopp! Geht weg! So, also die guten Leben hier finde ich unter freiem Himmel, das finde ich mega gut. Klar, dass die hier nicht komplett frei rumfliegen können, aber ist doch, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn die hier einfach stehen und die Sachen fressen, oder? Mehr geht doch nicht. Ich bin hier mit meinem Fruchtkorb unterwegs. Hier sitzen übrigens überall Kakadus rum, die man mit Erdnüssen ein bisschen bestechen kann. Und der erste freut sich hier auch schon gleich. Bitte schön. Dankeschön. Du auch, natürlich. Schnell. Oh. Komm mal, komm mal, komm, komm, komm. Komm an, hört! Ah, Flori, er lernt schon. Komm an, komm an! Ja. Yeah. Oh! Sit down. It's not bad, very friendly. Schön kalt ist die jetzt, ey. Soll ich gar nicht so angucken hier. Bleibst du mal noch mal was? Also das ist, glaube ich, mit Abstand die größte Schlange, die ich jemals gesehen habe. Erstmal hat sie so eine richtig geile Regenbogenoptik, weil sie sich gerade gehäutet hat, glaube ich. Und sie ist irgendwie 4,5 Meter lang. Guck mal bitte, wie schön sie aussieht. Guck mal. Komm da. Oh Gott, ist das Ding süß. Ja, hält doch nicht rum. Ja, ja, jetzt kommt das Orang-Utan-Meeting. Das ist ein Junge, der ist 15. Und soll mega zufällig und nett sein. Ich hoffe, dass er auch zu mir nett ist. Mal gucken. Ob er auch noch nicht so viel Lust hat. Hallo. Okay, go up. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Er ist so niedlich. Diese sind ja immer süß. Schwein.
ganz gut ändern. Vor Unbos Parkbesuches, wir haben hier noch so zwei schöne Taschen bekommen. Finde ich irgendwie ganz süß. Da steht drauf, thank you for your visit. I hope you had a wonderful time at the park. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall mega. Ich kann jedem, der in Lombok ist, diesen Park also wirklich nur empfehlen. Tolle Tiere, alle sehr gepflegt. Die ganze Anlage ist richtig schön gemacht. Man merkt, dass es den Tieren gut geht. Alle sind sauber. Man riecht gar nichts hier. Es riecht einfach, als wenn man im Busch unterwegs ist. Mein Highlight war, glaube ich, ich muss sagen, ihn hier oben fand ich schon ziemlich cool. Und ganz ehrlich, irgendwie fand ich die Hippos auch ganz süß. Ne? Also diese kleinen Mini. Nilpferde, die waren auch ganz süß. Für so einen Garten hätte ich ihn auch gerne. Aber hier gefällt es denen besser. Von daher fahren wir jetzt zurück zum Hotel. Und die kleinen Geiern hier auch schon. Aber ich habe gar nichts mehr für sie. Ihr Lieben, mein Urlaub ist fast vorbei. 2 Wochen Indonesien liegen hinter mir. 2 Wochen Lombok. Ich muss sagen, ich habe dieses Land ganz schön unterschätzt. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass mir schon nach einer Woche sehr langweilig werden wird. Hätte mich aber auch nicht gestört. Ich kann auch gut im Hotel sein und mich entspannen, Büchlein lesen und mal alle Viere gerade sein lassen. Aber eigentlich waren wir so gut wie alle 2 Tage immer mit dem Roller unterwegs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum Glück musste ich nicht selber fahren. Dafür waren ja unsere Jungs zuständig. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht. Die Menschen sind total freundlich, also wirklich überfreundlich. Vor allem die Kinder sind super süß. Egal wo man langfährt, alle Kinder grüßen, winken und... ja, die sind einfach so mega herzlich. Ich habe mich voll erschrocken. Eigentlich habe ich mich total geärgert. Wenn ihr mal in Indonesien seid, dann nehmt auf jeden Fall deutsche Süßigkeiten mit. Denn ich glaube, darüber hätten sie sich mega, mega gefreut. Ich hatte keine mit, leider. Das ärgert mich, aber fürs nächste Mal in Indonesien weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall bestimmt mal wieder kommen nach Indonesien. Wer weiß, auf welche Insel es mich diesmal verschlägt. Mal gucken. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das kleine Video und die Vlogs. Dicken Kuss. Natürlich bitte kein Abo vergessen, Like da lassen. Ich freue mich sehr darüber und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch am besten an der Insel gefallen hat. Bis dahin. Ciao, ciao.